Heute werde ich in Minecraft als Doctor Strange und Mysterio spielen. Kann man mit dem Spell noch so ein Schutzschild aktivieren. Da ist er hier dran und bekommt auch Schaden. Diese haben beide verschiedene Fähigkeiten. Und wie man hier sieht, ich stehe hier schon vor den Anzügen. Ich habe diesmal ein bisschen was anderes gemacht, denn ich habe hier einen Stand aufgebaut, mit dem ich hier die zwei verschiedenen Anzüge zeige. Einmal hier, ich habe mal hier ein bisschen pink-lila gemacht für Doctor Strange. Und so ein bisschen orange-gelb für Mysterio, weil das ja so golden ist. Deswegen fangen wir jetzt direkt mal an mit dem Design. Das Design ist von Doctor Strange zumindest richtig cool. Finde ich echt nice. Man hat hier vorne einfach, auf dem Podest steht das, man hat hier vorne so ein bisschen blaue und rote Akzente wie in den Filmen und in den Comics halt. Wenn man dann hier nach hinten geht, hat er natürlich seinen Umhang dabei, der auch im MCU oder allgemeinen Comics ja auch eigenständig denken kann und so. Ist total nice. Er fliegt dann auch gleich hinterher, können wir uns gleich ansehen. Dann hat er hier natürlich die ganzen teilweise Ringe und teilweise auch so Armschmuck und so. Das ist hier auch mit dabei. Das sieht man auch gleich, wenn man ihn anzieht. Und da würde ich sagen, dass wir direkt mal reingehen und loslegen. So, und da bin ich jetzt in meinem Doctor Strange Outfit. Der Anzug besteht aus drei Teilen, weil Doctor Strange keinen Hut hat oder ähnliches. Dann hier einmal die Robe, die Hose und natürlich die Schuhe. Man kann mit dem Anzug dann auch fliegen und hat ja, wie gesagt, schon einen Umhang, den Doctor Strange hat in den Comics und im MCU allgemein und anderen Iterationen. Dieser ist natürlich 3D animiert und wie gesagt, wie euch bestimmt schon aufgefallen ist, man kann auch im Survival Mode fliegen, wie bei den anderen Anzügen auch und Helden und Schurken natürlich. Das ist total nice. Diese Animation ist auch nice wieder. Die Steuerung steuert sich so, dass du einmal mit der Maus irgendwo hin zeigen kannst und dann tendenziell nur noch nach vorne und zurück fliegen musst oder halt auf die Seite so ein bisschen. Aber an sich würde das auch komplett gehen, wenn du einfach so an sich steuerst. Das macht ziemlich Spaß, besonders wenn du dann irgendwie Survival spielen würdest oder ein Projekt was machen würdest. Das wäre ziemlich cool. Dann aber, weil wir Doctor Strange sind, ein Zauberer, kann man natürlich auch Magie benutzen. Dieses sieht dann zum Beispiel so aus, wenn man C drückt einfach. Da baut sich wie so ein Schild auf. Und wenn man dann schlagen möchte, praktisch mit Linksklick, dann geht man hier so vor. Und kann dann nochmal wählen zwischen einem Blade und halt nicht mehr einem Blade. Das ist ziemlich cool. Dafür muss man aber hier so auswählen. Und dann hat man hier ein Schwert. Macht auch ziemlich viel Schaden. Ich kann jetzt zum Beispiel mal einen Zombie sammeln. Dieser macht dann hier ziemlich viel Schaden. Ich weiß gar nicht, wie viel genau, weil das nicht angezeigt wird. Aber es reicht auf jeden Fall. Und außerdem kann man mit dem Spell noch so ein Schutzschild aktivieren. Das ist richtig cool. Wenn man dadurch einfach ein bisschen Schaden vermindern kann. Wie durch den Zombie jetzt unter anderem. Da kann der ihn gar nicht mehr schlagen. Wie bei den neueren Schildern halt in Minecraft gerade. Das ist ziemlich cool. Und jetzt wähle ich einfach mal das Schwert aus. Mal gucken, wie viel Leben der noch hat, genau. Das ist echt cool und das ist nur die erste Fähigkeit. Denn der hat ein ganzes Spellwheel. Wobei ein paar noch nicht ganz funktionieren, glaube ich. Oder ich mache was falsch, ich weiß es nicht genau. Hiermit kann man eigentlich einen Duplication Spell machen, womit man dann sich duplizieren kann, wie in Avengers Endgame zum Beispiel. Hier kann man dann auch so irgendwie hochspringmäßig oder so ein Earth Swallow Ding machen. Hier kann man dann eine Atmosphäre Spell, also so eine Kugel erzeugen, das geht auch. Und ein Whip Spell, das ist wie so ein Lasso, was er glaube ich auch im Endgame benutzt hat unter anderem. Das geht auch und das zeige ich euch jetzt. Denn wir machen erstmal diese Kugel, würde ich sagen. Da muss man dann hier die verschiedenen Keys auswählen und in der richtigen Reihenfolge was machen. Und das wollte ich nicht, tut mir leid. Ich kann jetzt mal ein paar Zombies sammeln, zum Beispiel. Und dann kann ich hier ganz schnell auch wiederum einen Spell auslösen. Den kann ich nochmal ein bisschen korrigieren, wo ich den hinhaben möchte. Und dann kann ich einfach so machen. Außerdem kann ich hier mit einem Whip-Spell kann ich ein Lasso werfen. Da muss man das immer in der richtigen Reihenfolge drücken. Und da hat man wie so ein Lasso, was Schaden macht. Wenn ich zum Beispiel hier einen Zombie habe und diesen hier auswähle, WSSDS, da ist der hier dran und bekommt auch Schaden. Das ist ziemlich nice. Habe ich vorher auch noch nicht so gesehen in irgendeinem anderen Mod.
Das macht ziemlich Spaß, so zu spielen. Und das sind eigentlich die Effekte von Dr. Strange. Ich kann euch auch mal hier diese Duplication zeigen. Jetzt ist es aktiviert, aber ich sehe gerade noch nichts. Vielleicht habe ich irgendeine Einstellung falsch getätigt oder so. Muss ich mal gucken. Und dann gibt es hier noch Earth Swallow Spell. Der ist eigentlich relativ simpel. Dann zeigt das hier so an und zieht das hier runter. Nice. Ist richtig cool. Das habe ich bisher auch noch nicht gerade gesehen. Das war auch gerade neu für mich, aber richtig cool. Das freut mich. Als zweiten Superhelden, beziehungsweise gerade Bösewicht in dem Fall, habe ich hier Mysterio genommen. Weil ich den einfach nochmal ins Video nehmen wollte, weil er ähnlich zu Doctor Strange auch ein bisschen Illusionen und so drauf hat. Das macht uns auch ziemlich Spaß und das Design hier, wie man sieht, ist super nice. Der gefällt mir richtig. Golden, dann so ein bisschen blau-türkis und nebenbei so ein bisschen pink, lila-rot und natürlich diese Glaskugel hinten drauf. Der hat auch einen Umhang hinten. Wie vom Design hier, wie gesagt, das ist ziemlich nice. Gefällt mir richtig gut. Und sieht halt ähnlich aus zu der Comic-Version und der MCU-Version jetzt auch. Aber da geht ein bisschen mehr in die Comics, aber finde ich ziemlich cool und deswegen ziehen wir ihn jetzt mal an. So, das sind wir jetzt auch schon im Mysterio-Anzug. Dieser Anzug, hab ich ja gerade schon gesagt, gefällt mir richtig gut. Der kann auch fliegen. Ist allgemein ähnlich schnell wie Doctor Strange, hat aber eine andere Animation. Genauso wie der Umhang hinten. Der ist nicht ganz so groß, aber wirkt auch auf jeden Fall cool. So ein bisschen sieht er halt aus wie aus dem Never-Update. Die Biome von Farben her. Und dieser Stand ist auch super nice. Hat der Doctor Strange auch gerade. Und finde ich super cool. Man kann außerdem auch, wie Doctor Strange, ein bisschen Magie anwenden, wobei es ja bei Mysterio eher Illusionen sind. Man hat dann einen Charge Beam, der ist ja grün. Das ist ein Beam. Ich möchte aber jetzt hier keine Schafe töten, deswegen einfach mal hier einen Zombie hingemacht. Diesen Beam, der lädt sich auf. Und du hast dann einen Strahl. Der vorne geht wie so eine Lasergun praktisch. Nur halt ein bisschen größer. Und diese Animation ist super wild. Auch nochmal von vorne. Gefällt mir wirklich mega. Und das ist super spaßig, wenn man das spielt. Außerdem hat man auf V eine Energy Projection. Das ist noch so ein bisschen ein kleinerer Beam einfach. Kann ich jetzt mal an einem Zombie ausprobieren. Der macht, glaube ich, nicht ganz so viel Schaden wie der große, aber so ein bisschen zum Zombies oder Skelette irgendwie loswerden und so. Ist doch ziemlich praktisch. Das sind so die zwei Main-Effekte von Mysterio. Außerdem hat man wie Doctor Strange eine Illusion Wheel oder in dem Fall eine Illusion, aber auch eine Art Zauberei. So ähnlich wie bei Doctor Strange, halt ein paar weniger Effekte. Aber man hat beispielsweise einen Blindness-Effekt. SSDA. Dann sollten die Gegner um dich rum, glaube ich, Blindness haben eigentlich. Dann hat man Uncloaked Bone Illusion. Probiere ich jetzt auch mal aus. Der ASDSA. Aber das zählt dann irgendwie zu den Gegnern, die eine Illusion bekommen irgendwie. Dann hat man aber noch auch ein Duplication Spell. Ich glaube, der muss noch ausgereift werden. Aber ich finde es ziemlich cool, dass er schon mal so halb eingebaut wurde. Das finde ich auf jeden Fall richtig nice. Und das sind so die Effekte von Mysterio in dem Fall jetzt. Ich habe jetzt genau diese zwei genommen, da beide ja auf ihre eigene Art irgendwie Magie bzw. Illusionen erzeugen und die somit auch diese Wheels haben. Und das gefällt mir mega cool. Ich bin allgemein ein großer Fan von Doctor Strange und seit dem MCU oder seit Spider-Man Far From Home auch von Mysterio. Fand ich richtig cool, die zwei. Deswegen habe ich gedacht, ich stelle die mal in einem Video vor. Und das war's eigentlich mit dem Video. Ciao, Leute. Und falls ihr übrigens Ideen habt zu mehreren Superhelden oder Superhelden-Themen allgemein, weil ich das auch mega spaßig finde und so, könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben und auch welche Superhelden oder Bösewichte, Anti-Helden, wie auch immer, ich im nächsten Video vorstellen soll in dieser Mod. Und auch welche coole Add-ons es hier gibt. Das würde mich freuen.